Radschnellwege, sowas wie Autobahnen für Fahrradfahrer. Breit, lang und möglichst ohne Ampeln. Sie sollen einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende leisten. 6 Jahre haben Planer an machbaren Routen in und um Hamburg gefeilt. Diese 7 Radschnellwege haben sich als sinnvoll herausgestellt. Die ersten Teilstrecken in Hamburg, etwa 13 Kilometer, sind auch schon befahrbar. Diese Breite ist schön, man kann sich gut begegnen. Das läuft. Also ich fahre meistens mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das sind 30 Kilometer, das geht. Für mich ist es ein total guter, optimaler Weg. Super, es kann nur so gehen, es muss viel mehr davon geben. Autos in die Vergangenheit, Fahrräder in die Zukunft. Auch in Schleswig-Holstein sollen die klassischen Radwege eigentlich Zuwachs erhalten. Radschnellwege gehören auch hier zur Zukunft, jedenfalls auf dem Papier. Denn statt Bauboom herrscht derzeit Flaute. Viele Kommunen fühlen sich bei der Umsetzung im Stich gelassen, so wie Kaltenkirchen im Kreis Segeberg. Das ist ein überregionales Produkt, was wir dort erstellen wollen. Und von daher gehören da unterschiedliche Teilnehmer dazu. Und da sehe ich eben das Land, den Kreis und die Kommunen in gleicher Verantwortung. Doch selbst wenn das Land Verantwortung übernimmt und Aufträge ausschreibt, kämen häufig keine Angebote rein. Radschnellwege scheinen auch für Baufirmen schnell zu einem unattraktiven Geschäft zu werden. Es geht manchmal um Grundstückerwerbe, es geht um schwierige Planungen, weil man muss gewisse Standards erreichen. Ein Radschnellweg muss 3 Meter breit sein, wenn er nur in eine Richtung führt, und 4 Meter breit, wenn er in beiden Richtungen führt. Das ist nicht überall möglich und da muss man sehr kreativ planen. Kreativ planen, das scheinen die Niederländer in puncto Rad um einiges besser zu können. Groningen zum Beispiel. Mehr als 60% des Innenstadtverkehrs erfolgt hier per Rad. Es gibt riesige kostenlose Parkhäuser nur für Zweiräder. Niederländische Radverhältnisse in Deutschland, das muss keine Utopie bleiben. Wir haben, was die Mobilitätswende und insbesondere den Radverkehr betrifft, kein Wissensproblem. Wir kennen die Rezepte, wir wissen, wie die Netze aussehen müssen, wir wissen, wie die Abstellanlagen aussehen müssen, die Kreuzungen. Also gute Beispiele gibt es da überall in Europa, insbesondere in den Niederlanden, in Kopenhagen, in Frankreich findet man viel Gutes. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Es fehle schlichtweg an Geld und Fachpersonal. Deswegen könne auch in und um Hamburg niemand mit Gewissheit sagen, wann die geplanten Radschnellwege tatsächlich auch alle befahrbar sind.